Herzlich willkommen zu einer Folge City Skyline. Ich habe kurz einen Aussetzer gehabt, das tut mir leid. Mein lang ersehntes City Skyline ist wieder da. Ich weiß nicht, wie lange man gewartet hat auf City Skyline. Ein bisschen wahrscheinlich. In diesem City Skyline wird es so ablaufen wie immer. Wir bauen eine Stadt. Ob die Stadt gut läuft, ist so dahingestellt. Aber das Erste, was wir tun, ist gucken, wo Ressourcen sind. Ich weiß, ich habe so oft hingehauen, das mit den Ressourcen. Wo sind Ressourcen? Öl? Wo ist Öl? Oh. Ich glaube, ich weiß, wo die Industrie existieren wird und wo wir Geld ballern werden. Öl. Diese Landschaft heißt Landschaften noch. Wir haben noch Acker. Also 8 Hektar Acker haben wir. Ich glaube, Ha ist Hektar, würde ich mal sagen. Also das ist minimal. Ein bisschen Grünzeug haben wir hier. Aber ich denke mal, der Fokus geht mehr auf Erz und Öl. Da kriegt man am meisten Kohle raus. Erze, also die Rohstoffe sind unendlich. Das habe ich, meine ich, sogar erwähnt. Kann man das nicht abschalten? Die Erze sind unendlich. Ja. Ah, jetzt ist das aus. Die Erze sind unendlich. Einfacher Grund: Wir brauchen unendlich Erze. Und ich gehe halt diesmal nicht auf Trophäen. Nicht so in der Art. Wäre witzig, wenn ich richtig weit komme. Ohne, ja, in dem Sinne, ich würde jetzt als Beispiel ganz viel gute Sachen dahin bekommen. Aber hab Trophäen nicht. Das wäre gut, wenn ich so diese Monumente gebaut bekomme, aber ich kann die Trophäen, hab die Trophäen eben nicht. Dann habe ich das so hinbekommen, dass man es hinbekommt halt. Haben wir dann alles geschafft, was man schaffen kann an sich. Aber das wäre nicht mein erstes Mal, dass ich Mist baue. Monumente, ob ich Monumente baue, ist so dahingestellt. Das weiß ich gar nicht. Aber ich werde mich in den Weg dahin arbeiten. Zu Monumenten. Ein bisschen, sagen wir mal so. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich weiß, was ich hier mache, ist unnötig. Aber dafür bin ich bekannt. Für unnötige Dinge. Selbst in meinem Minecraft Let's Play bin ich bekannt für unnötige gebaute Dinge. Was sind zum Beispiel? Ein Beispiel wäre mein Lager. Ein riesengroßer Lager, den ich gebaut habe. Ach komm, dann ziehen wir einfach hier quer durch. Und jetzt lasse ich mal erstmal Menschen einziehen. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Menschen. Geld. Geld ist wichtig. Wenn ihr euch fragt, warum ich das hier jetzt so gebaut habe mit den Strommessern. Wie ich verstanden habe, soll das effektiv sein. Wegen, wenn da Häuser irgendwie so zwischenbauen, haben die sofort Strom. Was mir einfällt, ich muss das Wasser noch verlegen. In den Industriegebiet. So. So. Ich mach gerade richtig Minus. 900.000 Minus am Tag. Belasten und ich bin schon auf die höchste Geschwindigkeit. Ja. Kleine Häuschen. Oh, die anderen Sachen habe ich ja gar nicht. 1000 Bewohner brauche ich. Wenn ihr dieses Mal in diesem Ding hier meinen Namen hättet für Städte, so Stadtnamen.
Dann haut mal Stadtnamen raus. Einfach egal wie die Städte heißen für euch. Ich werde die nehmen. Das ist mal halt. Es sollen halt mal ein paar Stadtnamen existieren. Ob das gute Städte sind. Ob das gute Stadtnamen sind, ist so dahingesagt. Aber es sind wenigstens so Stadtnamen. Jetzt hier kommt meine Industrie jetzt hin. Die Industrie muss auch existieren. Oh, ich habe keine Kohle mehr. Durfte das machen, glaube ich. Ich hoffe es. Ja, das durfte ich sogar machen. Mache ich hier auch noch was hin. Und hier kommt erstmal Gewerbe hin. Ein bisschen mehr Industrie dauert. Dann schauen wir uns mal an, die Stadt hier. Ja, wie ihr gesehen habt, hab ich gezeigt, wie die Industrie hochgezogen wird und wie alle jedes Mal dieser Anfang ist. Ich bin im Minus. Minus 2000. Oh Gott. Ich hoffe, dass ich mal Geld bekomme. Also Strom sieht gut aus. Wasser und Abwasser sieht gut aus. Kriminalität sieht super aus. Bildung, ich werde die Bildung hochballern wieder. Wir brauchen schlaue Menschen. Ganz viele schlaue Menschen. Und ein gutes Krankensystem mal wieder. Ich kann Steuern machen. Das ist das Erste, was ich mache. Steuern. Bildung, Müll. Mülldepot. Geburtstagsplatz. Grundschule. Also Bildung ist wichtig und Mülldepot. Also Mülldepot, ich schwöre, ich packe ihn am anderen Ende der Welt hin. Das sage ich jetzt schon. Den packe ich mich in die Industrie rein. Das packe ich. Lizenz hier hinten hin. Grund dafür. Es ist Müll. So. Schulen. Schulen kosten nicht so viel. Warum kostet die so 10.000? Da muss ich erstmal die Steuern machen. Wir sind erstmal Steuereintreiber. Wir brauchen Geld für eine gute Bildung für die Kinder. Kinder sind natürlich sehr wichtig. Ja, sehr wichtig für mich. Es ist mir tatsächlich ein bisschen dunkel. 2000. Ihr müsst noch ein bisschen damit leben. Ihr seid noch nicht rot. Ich habe für euch eine Schule gebaut. Seid zufrieden. Dann werdet ihr nicht dumm. 13. Warum steht da Studenten? Eine Grundschule und da steht Studenten, das ist gut. Grundschüler in der Stadt. 42%? Ich habe wirklich so viele Kinder. Ich habe 100 Kinder. Berechtige? Boah, Kapazität. Also berechtigt sind 100 ein paar. Oh, da muss ich anscheinend die Steuern runter machen. Leider muss ich die Steuern senken. Ihr bleibt bei 9. Meine Bürger mögen mich 100% nicht. Ich mache die Steuern auf 12% einfach und die scheißen mich nicht an. Dieses System hier mit der Industrie, wo ich immer noch richtig schlecht bin, ist mit den... wie soll ich das erklären?
Straßensystem. Ein Wort, Straßensystem. Also da bin ich eine Niere drin. Im Straßensystem bauen. Also schlimmstenfalls kleister ich da überhaupt irgendwie was hin. Schlimmstenfalls. Gute Sachen. Gute Qualität ist so ein Wort bei mir. Die gibt es in der Stadt nicht. So, Qualität hat seinen Preis. In meiner Stadt hat Qualität schon einen Preis. Aber hat ein sehr, wie soll ich das so sagen, ist ein bisschen mau. Die Qualität in der Stadt ist sehr mau. Dienste da rein. Ja. Dann brauche ich hier keine Häuser machen. Boah, so viel Gewerbe. Ich verstehe es nicht. So viel Gewerbe brauche ich. Also, wie wir sehen, eine Stadt ist am Existieren, zumindest. Man kann das Stadt bezeichnen. Es gibt viele Autos. Ich kann sogar sagen, wie viele Kinder ich habe, berechtigte habe. Also ich habe gebildete Menschen 1,9%. Das ist gut. Von 905. Das ist sehr wenig. Also das ist tatsächlich sehr wenig. 2%. Wie viele Menschen haben wir? Ne, 930. Also, es sind ungefähr 18 Leute gebildet. Bürger mit Abschluss. Achso, wow. Da steht es sogar noch. Ich habe kurz so Taschenrechner rausgeholt. Und da stand es sogar noch Stadtviertel. In einer Folge schon sind wir so. Wir sind von einem kleiner. Was? Kleiner Weiler? Was ist ein Weiler? Also ich würde das zu Kaff sagen, aber Weiler habe ich auch noch nicht gehört. So ein würdiges Dorf geworden mit 1000 Menschen. Jetzt fühlen sich die Dörfer ziemlich schlecht, die unter 1000 haben. Also wir können uns Land kaufen. Noch ein zweites Darlehen. Noch Richtlinien. Polizei, Feuerwehr, einzigartige Gebäude. Landwirtschaft, Forstwirtschaft. Wo kriege ich denn bitte das gute Zeug? Ja, wo kriegt man Öl? Öl bei 5K Leute, ja, wahrscheinlich. Da müssen wir erstmal ein Stadtviertel machen. Das hier ist ein Stadtviertel. Das ist die erste Stadt, die es existiert. Wenn ihr einen Namen habt für diese Stadt, haut mal raus diesen Namen. Wäre geil. Der Erste, der schreibt, in den Kommentaren schreibt, bekommt diesen Namen hier. Also ich kann es ja sehen, wann dieser Kommentar geschrieben wurde. Das sieht man ja. Der Erste reinschreibt, sein Name wird. Bekommt die Stadt. In der Kurzverfassung. Ja. Auf 5000 Menschen. 5000. Da brauchen wir mehr Menschen. Da müssen wir Menschen pumpen. Ich meine, Gebäude machen natürlich. Pumpen. Pumpen hört sich ja richtig kritisch an. Hört sich schon kritisch an, wenn man sagt, Menschen pumpen. Ich könnte schon die ersten Anläufe für die Industriegebiet bauen. Dann kann ich doch. Warum kann man vierspuriger? Ist es ja vierspurig? Ja. Ich könnte ja schon vierspurig machen. Also die Autobahn hier.
zum Thema Straßennetz, wo wir vorhin waren. Ist ein bisschen überlastet. Ein bisschen. Das habe ich. Was denn, wenn ich mir das mal so überlege, das habe ich doch genauso wie in Anno immer gemacht. Hat es gebrannt, habe ich kurz Feuerwehr hingemacht und dann wieder abgerissen. Kostet mir zu viel. Unterhalt. Der Unterhalt in Anno hat es immer richtig geballert. Unterhalt bezahlen ist eine Katastrophe. Wegspulen. Durch sechsspurige Straßen bauen statt Autobahnen? Ich habe eine Idee. Ich mache eine sechsspurige. Ein sechsspurige. Ah ne, ich habe ja. Haben wir den. Sechsspurige Einbahnstraßen. Das ist doch ungefähr. Ungefähr sagen wir mal so. Es sieht nicht super aus. Es soll nur wirken. Selber auch hier. Da reiß ich mal kurz wieder ab. Dann mache ich hier mal raus. Mehr erstmal so eine klassisch lange Straße. Raus ist der. Habe ich auch aus wirklich eine sechsspurige gemacht. Das kann nicht wahr sein, dass ich daraus eine sechsspurige mache. Zweispurig, einfach, was ist das? Mit Einbahnstraße, mit breiten Bürgersteig, okay. Es wird kurz gespeichert. So. Machen wir mal dasselbe wie hier. Da ganz unten rumschwirrt. Das ist doch ein bisschen nervig, ein bisschen lässig, finde ich sogar. Der Fernseher geht aus. Wirklich gegen. Mache ich das hier alles weg? Eine sehr hohe Kriminalität habe ich. Dann mache ich die Polizei hier hinten hin. Ja, jetzt.
stelle ich das dorthin. Ich rüste dann. Ich muss kurz das ganze Industriegebiet planieren. Ich weiß, es ist dumm, was ich gemacht habe. Es ist extrem dumm. Aber ich habe ein Ziel. Ich kann Darlehen aufnehmen. Ich muss dieses Industriegebiet schon vorrüsten für die Vorhaben, die ich habe. Ich möchte aus diesem Industriegebiet ja halt, falls ihr noch wisst, halt ein Dings rausmachen. Ja, ein Dings ist gut gesagt. Einen Ölpark rausmachen. Ich brauche halt größere Straßen, ist das Problem. Irgendwann kriege ich größeren, vierspurigen Straßen. Bei 5000 Einwohnern, was ist das? Nee, bei 1,6. So müsste es reichen. Von wem habe ich am meisten profitiert? Wahrscheinlich von der Industrie. Aber weil ich die Industrie platt gemacht habe, habe ich ein bisschen Geldprobleme. Das war eine Tür, falls man die gehört hat, im Hintergrund. Dass sie alles schön mit vierspurigen Straßen auskleiden. Ja, es ist teuer. Es ist schlecht, dann wollen, wenn ich das zu teuer mache, die Steuern, kommt keiner. Dann mache ich euch nur bei 12. Ach, wisst ihr, dann mache ich es einfach oldschool mit Rabenstraßen. Ein wenig. So, hier. Hier. Achso, nicht genug Geld. Nicht genug. Eigentlich, ich kann auch nicht mehr sprechen, gefühlt. 80.000. Die nächste Kohle, die ich da bekomme. Wenn ich das alles wieder abbezahle, das ganze Geld, werde ich das nächstes Mal für die Bildung verwenden. Eine gute Bildung ist sehr gut, außer in Deutschland. Also im echten Land, Deutschland, da ist die Bildung Katastrophe. Und das kann man, niemand kann das sagen, das ist falsch. Es ist eine Tatsache. Tatsächlich eine, wir meinen, der schlechtesten Bildung in Deutsch, in Europa bestimmt. Vor allen Dingen in den Standard wahrscheinlich. Schlicht halt. Die Straßen werden so in die Hose gehen, das wissen wir alle. Ja, kann ich das nicht groß machen? Jo. Das wird, ich habe schon die Pläne für den Ölpark. Pläne für einen Ölpark habe ich schon. Ich mache schon. Ich arbeite sogar vor. Ich habe Pläne. Wir werden wie Saudi-Arabien, die nur mit Öl Geld machen. Ja, und dann kommt Amerika und fetzt uns, weil wir mit Öl Geld machen. Wir werden Geld machen. Nur mit Industrie. Mit Öl. Ich hoffe, hier ist überall Öl. Hier ist. Nein.
So. Finde es ein bisschen schade, dass man nicht so einstellen kann, dass man beides sieht. Also in dem Sinne, dass man halt ein bisschen so sehen, in der Art sehen kann, wo die Erze sind, wäre mir auch ganz nice gewesen, dass ich auch so sehen kann, wo Erze liegen. Aber das ist einfach nicht so. Es ist ziemlich traurig, dass es einfach nicht so ist. Müsste in der Theorie die Stadt auch ein bisschen planieren. Wie kostet das? Die Steuerung ist so eine Angelegenheit bei mir. Ich vergesse jedes Mal die Steuerung, die eigentlich ist. Was brauchte ich nochmal? Achso, brauche nicht, ich wollte zurückzahlen. Ich meine, also wöchentliche Kosten. Also es wird ja immer von dem Geld, was ich da habe, auch zurückgezahlt, würde ich mal schätzen. Also es steht, wöchentliche Kosten sind 200, 253, nee. Ja, doch, 253. Dann würde ich mal schätzen, dass das einfach heißt, dass er immer 250, also wenn ich zum Beispiel, ich glaube, 2000 mache, nehmen die einfach so 253 mehr weg zum Einzahlen. Das zahlt sich auch, auch ein bisschen mit ein. Was ich auch gut finde, da steht, 60 Verbleibung, Zahlungen sind 60.000, man kriegt aber 66.000, das finde ich auch sehr gut. Aber was ich schade finde, ist einfach, dass ich die PlayStation 4-Version habe von City Skyline. Das ist in meinen Augen sehr schade. Ich hätte mir, am liebsten hätte ich die PlayStation 5-Version. Grund dafür, man kann einfach 26 Felder kaufen. Also ich könnte, ich glaube 26 Felder, alles hier rum, was wir hier sehen, achso, meine Hand sieht ja nicht, alles, was wir hier rum sehen, kann man ja im Prinzip ein bisschen in manchen Punkten ja aufkaufen. Also das heißt, wie sage ich das am besten? Ich kann ja alles, so 26 Gebiete aufkaufen. In der Art. Ja, 26 Gebiete kann ich aufkaufen. Von mir, dass ihr ja komplett unabhängig seid. 26 Gebiete könnte ich dann theoretisch zu kaufen. Also wenn ich das Geld hätte, dann könnte ich das kaufen. Wenn ich jetzt wie hier kein Geld habe, bringt es mir nicht. Nix. Aber was ich jetzt positiv finde, ich habe jetzt eine Stadt aufgebaut und die Folge geht wahrscheinlich schon mal wieder ziemlich lange. Das muss ich verändern. Die Folge geht schon, ich glaube, ein paar Minuten. Muss mal nachgucken. 31 Minuten ist schon viel zu lang für eine Folge. In meinen Augen. Dieser Platz hier. Wenn ihr euch fragt, warum hier nichts hinkommt, also in dem Bereich, da kommt mein Ölpark rein. Ich könnte theoretisch hier Forstwirtschaft hinballern. Mach ich erstmal richtig Forstwirtschaft und nehme ich komplett Tops damit erstmal. Und dann mache ich daraus Öl. Öl. Ganz viel Öl wird gepumpt.
Ich habe gerade gedacht, hier wäre Öl. Die Forstwirtschaft ist sehr interessant. Die funktioniert man. Die ist nicht direkt mal am Platz. Nicht direkt. Machen wir mal hier ein bisschen Gewerbe hin. Aber ich sag mal, nach meiner Seite aus, ich beende diesen Part hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.